Brauchst du eine bestimmte Umgebung dafür? Suchst du die Texte, die einzelnen Worte selbst aus? Ja, eine Menge schreibe ich alleine und eine Menge mit Richie zusammen. Aber es könnte auch hier passieren. Es muss kein bestimmter Ort sein. Aber ein ganz spezieller Moment? Ja, es ist ein ganz spezieller Moment. Man muss in einer bestimmten geistigen Verfassung sein, aber das kann überall passieren. Stört es dich, wenn ich rauche? Du rauchst nicht? Du trinkst nicht? Ich trinke, aber ich rauche nicht. Keine anderen Laster? Billiger Wein. Billiger Wein, warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Billigen Wein habe ich immer im Haus. Ich möchte dich etwas als Vater fragen. Du bist 32 Jahre alt, du siehst jung und gesund aus. Ich hoffe, es ist ein Kompliment. Fühlst du dich jetzt wie ein Erwachsener? Nein, Rock'n'Roll erlaubt es dir, ewig jugendlicher zu bleiben. Ich fühle mich immer wie 18. Ich habe diesen Lebensstil. Achtzehn Jahre, ist das irgendein charakteristisches Alter? Es ist schon ein Wendepunkt, zumindest da, wo ich herkomme. Du bist alt genug, Auto zu fahren, Alkohol zu trinken und für dein Land zu kämpfen. Aber du bist immer noch ein Kid. Ich will nicht zu persönlich sein, aber macht es dir nicht zu schaffen, auf einmal Vater zu sein mit der ganzen Verantwortung? Du scheinst so jung und wild. Und nun bist du Familienvater. Ist das einfach so passiert? Und ist das gut so? Is it automatical? Did it happen and it's okay? It's good? Yeah, basically. It happened. Ja, im Wesentlichen ja. Es ist passiert und es wird von Tag zu Tag besser. Du hast keine Angst? Sicher war da Angst. Babys werden schließlich nicht mit einer Gebrauchsanweisung geliefert. Was für ein Gefühl ist das, das neugeborene Baby auf dem Arm zu halten? Ein umwerfendes Gefühl, denn du hast diese Verantwortung für den Rest deines Lebens. Wenn man ein Haus oder ein Auto kauft, wen interessiert das? Man kann ein neues kaufen. Aber hier geht es um eine Verpflichtung fürs Leben. Warst du bei der Geburt dabei? Jede Minute, sicher. Lässt sich das alles mit deinem Lebensstil vereinbaren? Ja, meine Tochter war zum Beispiel schon mit in Deutschland. Wie alt ist sie? 15 Monate. Sie war mit 3 Monaten hier. Sie war schon in ganz Europa, den Vereinigten Staaten, Kanada, überall, sogar in der Karibik. Würdest du mit der Musik aufhören, wenn es für deine Familie wichtig wäre? Ja, absolut. Könnte es eine andere Herausforderung für dich geben als die Musik? Wahrscheinlich wird der Tag nicht so schnell kommen, an dem du damit Schluss machst, aber was könnte dich sonst noch reizen? Hast du irgendeine andere Leidenschaft, der du nachgehen willst? Ich denke, es ist eine Herausforderung, mein eigenes Leben zu führen, mit den Kindern zu spielen, zu Hause zu sitzen. Ich bin auch dabei, dieses Filmzeug zu machen. Da freue ich mich drauf. Und für den Moment ist das eine Herausforderung. Gibt es Dinge, die du lieber alleine machst? Ich habe gelegentlich Dinge allein gemacht, aber ich bin kein Einzelgänger. I'm not really a loner. Bist du ein geselliger Mensch? Crowd person, it's a bad word, no. I think, no. It is, but no, I'm very. Ich bin eng mit den Leuten um mich herum zusammen. Fremde mag ich nicht so gern um mich haben. Ich muss nicht unbedingt allein sein. Wenige sehr, sehr enge Freunde. Aber du kannst allein sein.
Ja, ja, kein Problem. Und sicherlich brauchst du auch einige Zeit für dich allein. Manchmal vielleicht eine Stunde oder zwei zum Nachdenken. Aber ich habe kein Bedürfnis, mich eine Woche oder so allein in den Straßen rumzutreiben. Ich denke, dass du darüber im Klaren bist, dass du ein ganz besonderer Mensch bist, mit unglaublich viel Power. Spürst du diese spezielle Energie selbst und hast du Angst, diese Kraft zu verlieren? Wenn die Leute deine Musik hören, denkst du nicht darüber nach, was für eine Kraft oder Stärke du hast. Ich glaube, wenn du anfängst, darüber nachzudenken, bist du unfähig, etwas Vernünftiges zu schreiben. Du wärst gar nicht motiviert, wenn du denkst, die Leute werden schon mögen, was ich mache. Also brauchst du gar nicht wirklich hart zu arbeiten. Es ist viel eher das Gegenteil. Ich denke, ich muss ganz viel arbeiten, um etwas Großartiges zu schreiben. Da ist immer diese Angst, dass ich keinen neuen Hit mehr zustande bringe. Als wir unsere Platte 1986 rausbrachten, ging sie wie eine Rakete nach oben. Alle waren gespannt, ob das ein zufälliger Erfolg war oder ob uns das nochmal passiert. Oder als wir mit unserem New Jersey-Album 5 Top-Hits in Amerika landeten, fragten sich wieder alle dasselbe. Dann kam Blaze of Glory, ohne Band, und wurde wieder Nummer 1. Jetzt bringst du das alles zusammen und denkst, ich brauche keinen weiteren Beweis mehr zu liefern. Dann mit Keep the Face schrieb ich Bed of Roses. Ich dachte, einen besseren Song kann ich nicht mehr schreiben. Und dann schreibst du einen Song wie Always und denkst, wow, der ist noch besser. Hast du die Melodie gerade parat? Ich kenne den Song leider noch nicht. Ja, es ist alles fertig. Ich sollte dir ein Tape geben. Tja, aber du hast kein Piano hier. Keine Gitarre. Fuck. No guitar in this house. Shit. Okay. But this is not an answer to your special energy. Do you have the special energy? Hey. Okay, jetzt bin ich dein Psychiater. Was für Träume hast du? Okay, what about your dreams, man? Die sind wirklich schmutzig. Du kletterst gerade aufs Sofa. Bin ich nackt? Allerdings, du hast nur einen Lollipop in der Hand. Okay, wir sagen den Kameraleuten, sie sollen jetzt endlich abhauen. Nein, nein, die sollen da bleiben und das drehen. Wir legen Psycho-Dance-Musik auf und du fängst an zu tanzen. Ja, okay. And you could just dance around the room holding a cherry lollipop. Okay. All right, just come over here. Lass deine Boots an dabei. Keep the work boots on. Of course. Hey, ich hab noch viele höhere. Okay, now I Klasse, jetzt habe ich leider mein Konzept verloren.